Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Den wollte ich noch für euch fertig machen, damit ihr dann auch ein bisschen was zu sehen habt, wenn wir im Urlaub sind. Ich habe schon beide Kinder zu Hause. Es wäre schon die letzten Tage auch, weil die sich ja ständig aktuell im Kindergarten ansteckt. Und ich wollte, dass sie halt möglichst gesund in den Flieger steigt. Deswegen ist sie schon die ganze Woche zu Hause. Und jetzt die letzten zwei Tage auch Vince. Der hat nämlich heute einen Zahnarzttermin. Da werden wir dann nachher auch gleich hinfahren. Ansonsten ist heute... Ja, mein Schatz? Hast du fertig geputzt? Nein. Ein großer Punkt auf meiner To-Do-Liste heute ist auch, ich bringe wieder ein paar Klamotten der Kinder, die zu klein geworden sind, auf eine Kleiderbörse am Wochenende. Das muss ich alles noch fertig beschriften heute. Und genau, so werden wir heute ein wenig den Tag zusammen verbringen. Übrigens, ich benutze ja Concealer-mäßig, weil ich mich gerade geschminkt habe, immer die von Manhattan. Und zwar eigentlich diese hier. Ja. Hier. Eigentlich die hier. Den Eyemazing Liner. Und mein schwarzer war leer. Weil ich schwarz einfach am häufigsten benutze. Und mein schwarzer war leer. Und ich wollte einen neuen kaufen. Und ich weiß nicht, ob ich Manhattan die Schuld geben muss, weil sie nicht mehr nachproduzieren. Oder Rossmann, weil sie nicht mehr nachbekommen. Auf jeden Fall gibt es seit zwei Wochen keinen schwarzen mehr. Und alle anderen Farben habe ich ja schon. Und deswegen musste ich dann jetzt in der zweiten Woche zwangsläufig diesen hier nehmen. Na, fokussiert der auch ordentlich? Und zwar ist das jetzt der Wonderwing. Ich zeige euch mal die Spitze. Ich war erst sehr skeptisch. Ach, der fokussiert nicht richtig. So. Ich war erst sehr skeptisch, aber es geht doch ganz gut. Es macht sich doch ganz gut. Ich hasse es immer, wenn ich so mein Lieblingsprodukt gefunden habe und dann gibt es es nicht mehr. Und ich muss mich wieder mit etwas Neuem anfreunden. Aber doch, ist ganz okay. Guck mal, die neue Barbara-Box ist gerade gekommen. Die möchte ich euch noch zeigen. Es waren so Schlappen drin, die man manchmal auch so im Hotelzimmer hat. Ich glaube, ich werde die mit in Urlaub nehmen. Ich werde die im Urlaub tragen. Eigentlich voll cool. Dann natürlich das neue Barbara-Magazin. Das nehme ich mir auch im Flieger mit und lese mir das dadurch. Freue ich mich schon drauf. Hier, das finde ich cool. Voll gestört, heimlich abnehmen. 7 Frauen in Unterwäsche. Mega spannend. 8 Kilo in 10 Minuten. Die beste Wettesserin der Welt. Aber bitte mit Sahne. Gerade sind wieder alle voll auf Diät. Da machen wir nicht mit, oder? Ein Heft über sinnlosen Figurwahnsinn und heißgeliebte Fressorgien. Sehr, sehr geil. Und übrigens Barbara Schöneberger. Mega krasses Bild. Schön, freue ich mich drauf. Und die Barbara-Box diesmal sieht so aus. Ich finde die Farbe voll schön. Jetzt machen wir mal auf und gucken mal, was drin ist. Da ist natürlich immer so ein kleines Heftchen dabei, ne, wo auch alle Produkte drin sind. Da gucken wir dann gleich mal rein. Wellness-Oase ist das Thema. Und dann waren wieder Karten dabei. Ich liebe die Karten aus der Barbara-Box. Die sind so, so cool. Schön, voll cool. Jetzt gucken wir mal, was in der Wellness-Oase so drin ist. So, na dann gucken wir uns das mal in Ruhe an und lesen auch gleich, was dazu steht. Das erste Produkt ist von Lancaster, spricht man das so aus? Total Age Correction. Und zwar ist das. Ich versuche herauszufinden, was das ist. Auf jeden Fall ist auch Lichtschutzfaktor 15 drin, glaube ich. Bekämpft unerwünschte Pigmentierungen der Haut und hält durch ein perlmuttartiges Pigment den Teint auf. Mhm. Dann haben wir hier, bin ich ja schon mega gespannt drauf, von Freiöl, Figuröl, Shaping Oil, strafft und festigt die Silhouette für alle Hauttypen. Ich mag, also ich probiere immer mal wieder solche Sachen aus, macht man natürlich, ne? Wenn ich es jetzt da habe, warum nicht? So, lesen wir mal noch, was im Heftchen dazu steht. Das aktivierende Figuröl unterstützt Zellulite sichtbar zu glätten und zu mindern. Zudem hilft das Öl, Problemzonen wie Bauch, Beine, Po und Oberarme zu festigen. Ja, mein Gott, warum nicht? Werde ich also sehr gerne benutzen. Das nächste Produkt ist hier von LOV. Bin ich schon sehr gespannt. True Me Lip Treatment Oil Day and Night Intense Care.
Weiche, perfekt geschützte und gepflegte Lippen mit transparentem Glanz. Ein wunderbarer Start in den Tag und abends ein schönes Ritual vor dem Schlafengehen, das den Lippen intensive Regeneration über Nacht verschafft. Voll cool. 9,99 € kostet das übrigens im Original. Das ist schön. Das finde ich toll. Schön. Dann waren natürlich die tollen Postkarten drin. Dann haben wir was von Olaf Olas. Das hier. Regenerist 3 Zonen superstraffende Creme. Olas Regenerist 3 Zonen superstraffende Creme versorgt die Haut intensiv mit Feuchtigkeit und lässt sie so frischer und jünger aussehen. Mhm. Dann haben wir super spannend hier Miss Sophie's Simply Sophisticated Pink Ombre. Das sind solche Nagelaufkleber. Ich meine, ich hatte irgendwann mal welche. Die vielfältigen Nagelfolien von Miss Sophie's ermöglichen einen tollen Look auf ihren Fingernägeln, der bis zu 10 Tage hält. Hier sind 10 Stück drin, logischerweise, und die kosten 6 € normalerweise. Ich finde das ganz cool, weil ich hatte eigentlich vor, mir zum Urlaub die Nägel gar nicht zu lackieren, weil ich dachte, wenn dir das dann da abbröckelt, ist ja doof und meistens hält mein Lack so 5, maximal 7 Tage. Aber wenn das hier echt bis zu 10 Tage halten soll, bin ich am Überlegen, das für den Urlaub zu benutzen. Cool, cool, cool. Es kommt mir also gerade sehr gelegen. So, dann haben wir von Sebamed. Sebamed mag ich ja sehr, sehr gerne. Das ist zum Beispiel mein Shampoo von. Das ist jetzt eine Handcreme mit Panthenolkomplex. Für raue und beanspruchte Hände. Regeneriert und spendet intensive Feuchtigkeit. Für ein spürbar glattes Hautgefühl. Sehr schön. Sowas kann man halt wirklich auch immer, immer gebrauchen. Auf das hier bin ich gespannt. Auf das hier bin ich richtig krass gespannt. Das ist eine Glasflasche. Die muss ich unbedingt dann nachher auch aufheben. Die sieht ja einfach mal richtig genial aus. Das ist Kakao mit Kokoswasser. Peruanischer Criollo Rohkakao. Ich bin ja ein großer Fan von Rohkakao, weil der auch gut wach macht. Trifft auf Nam Hom Kokoswasser aus Thailand. Das ist ungesüßt, ohne Milch. Und das gibt es jetzt übrigens auch bei DM, steht hier. Bin ich mega gespannt. Werde ich sicherlich Happiness in a Bottle. Voll süß. Voll süß. Ich werde den auf jeden Fall in diesem Vlog noch trinken und euch sagen, wie er schmeckt. Auf jeden Fall. Dann auch super, super cool. Das hier. Glatte Fersen von Seventh Heaven. Fersenmaskenset. Dieses Duo macht raue Fersen wieder streichelzart. Der hochpflegende Balsam enthält reichhaltiges Mandelöl und pflegende Shea-Butter. Ideal für die Wellness-Behandlung mit der besten Freundin. Genau, so zweimal, ne, für jede Ferse. Und kostet 1,79 €. Also man wäscht sich die Füße, dann massiert man das ein und lässt es einziehen. Oder zieht Socken drüber. Das ist sehr, sehr gut, weil meine Füße sind noch nicht sommertauglich. Müssen sie aber für den Urlaub irgendwie werden. Dann werde ich das davor auf jeden Fall auch noch benutzen. Also das ist ein Paket oder eine Box voller Urlaubsvorbereitungen bzw. Sachen, die man dann im Urlaub auch sehr schön benutzen kann. Wie halt auch die Puschen, ne? Hier seht ihr die übrigens mal richtig. Die haben da so kleine Herzen drauf. Wie schön ist das denn bitte? Frotti-Slipper mit Herzprint. Voll schön. Die muss ich in Urlaub mitnehmen und dann kann ich ein super geiles Blogger-Vlogger-mäßiges Instagram-Bild machen. Ha. Cool, die ist wieder richtig toll. Ich liebe die Barbara Box. Die war bisher immer, immer richtig, richtig toll. Diesmal auch wieder. Voll schön. Ich verlinke euch die Barbara Box, wo ihr die bestellen könnt. Natürlich wie immer unten in der Infobox. Also wieder sehr, sehr geil. Dankeschön. So, und bei uns gibt es heute... Oh, ihr seht, es ist heiß. Also, durch den Nebel hindurch würdet ihr jetzt sehen, das ist Gemüsereis, selbstverständlich aus dem Thermomix. Also der Thermomix läuft so mindestens einmal am Tag, manchmal 3 bis 4 Mal täglich. Und es ist echt super, super lecker, was wir jetzt schon so gemacht haben. Genau, Zahnarzt lief super, super gut. Warte mal. So, ist besser, glaube ich. Also Zahnarzt lief super gut, super, super gut. Mitgemacht, keine Tränen, gar nichts. War echt richtig, richtig gut. Danach durfte er sich ein neues Hot Wheel Auto aussuchen. Nee, hat echt richtig, richtig gut geklappt. Ich bin auch so weit durch mit den Klamotten zu beschriften und so. Heute läuft's. Heute läuft's. Und jetzt gibt's Mittagessen und dann Mittagsruhe. Zum Glück. Ist da. So, Kinder schlafen. Ich habe kein Verständnis dafür
Und ich schaue die Story von Nicolette. Ich liebe, 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 liebe Nicolette. Mademoiselle Nicolette ist die Beste. Die Beste, die Beste. Und bald werde ich sie treffen und ich freue mich mega drauf. Nur noch ein paar Wochen warten. Boah, hier sieht es auch aus, ne? Ich habe ja so ganz viele Decken auf der Couch liegen. Die muss ich unbedingt noch waschen vorm Urlaub. Die sehen nicht mehr so doll aus. Da hängt noch Wäsche, die ich eigentlich abnehmen muss. Da liegt noch das Schlafzeug der Kinder. Da stehen die ganzen Kartons mit den Kinderklamotten für morgen. Saugen könnte ich auch und den Tisch könnte ich auch mal abwischen. Mach ich aber nicht jetzt. Mach ich dann, wenn die Kinder wach sind. Jetzt lese ich erstmal zum wiederholten Male. Und ich lese Bücher nicht oft zweimal. Splitterfaser süß, was Julias Nachbarin nicht ahnte, von Carla Grün. Da gibt es noch einen zweiten Teil und diese zwei Bücher sind meine absoluten liebsten, mit Abstand, mit riesengroßem Abstand, liebsten Erotikromane. Es gibt nichts Besseres für mich, weil ich mag 50 Shades of Grey, wisst ihr, mag ich nicht. Und alles andere ist ja fast so ähnlich. Also da trifft immer irgendwie so ein schüchternes Mädel, sexy Typ, der meistens mächtig Kohle hat, auf SM oder ähnlich krasse Sachen steht. Und ja, die ist total verliebt in den, der will aber natürlich nur Sex, dann trennen sich, dann kommen sie wieder zusammen, weil er doch in sie verliebt ist. Und zwischendrin passiert immer noch irgendwie was Gefährliches. Also alles, was ich gelesen habe, folgte in etwa diesem Schema. Und es langweilt mich tierisch. Und hier habt ihr halt mehrere Geschichten, die so ineinander verlaufen, das liebe ich ja. Und lebensnah. Ich erkenne mich selbst in einigen Figuren so wieder und es ist so toll und abwechslungsreich. Also, ne, der Sex, da ist ja auch nicht immer gleich, sondern super abwechslungsreich. Also, wenn ihr einen guten Erotikroman sucht, lest diesen. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich verlinke euch den mal unten in der Infobox. Ist wirklich eine Riesenempfehlung. Ich liebe den. Das hier war leider jetzt nicht so der Hit. Ja, hat mir nicht so geschmeckt. War jetzt nicht eklig oder irgendwas, aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Ich glaube, es ist noch geiler im Sommer, dann so richtig, richtig kalt. Da kann ich es mir noch viel, viel besser vorstellen. Aber war jetzt nicht so meins. Ich bin sowieso ein Typ Kokoswasser. Ich trinke es zwar, aber nicht pur, sondern nur im Smoothie mit richtig vielen anderen Krimskrams. So Kokoswasser mag ich irgendwie nicht so gern.